Oh nein. Oh Gott, Sophia, das halte ich nicht aus. Das ist mir zu viel Druck. Oh Gott, ich schaffe das nicht. Auf einer neuen Map, Alter! Danja, was? Katja, Katja! Ich will eigentlich kein Imposter sein, weil dann werde ich direkt gewotet. Ich weiß es. Mann, okay, Mann, was? Ja, 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 wer, was? Was läuft? Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Runde Among Us und wieder dabei, wie auch, ja, zuvor, Katja. Hallo, Katja. Hallo, hallo. Ja, Danja und Claudio sind auch da, aber gut. Juhu. Hallo. Ja. Ich bin auch dabei. Leute, Katja ist jetzt wieder auf YouTube. Checkt auf jeden Fall gerne ihren Channel ab. Den von Claudio und Danja bitte nicht. sind auf jeden Fall alle unten verlinkt. Werbung. Einmal der Claudio mit wie viel O's? Zwei. Zwei. Dann da unterstrich Danja. Und Noise8. Warum dieser Name? Ich weiß es nicht, aber ist das okay. Hallo, der Name ist gut. Was, ja, warte mal. Auf welchem Kanal sind wir? It's Scamtastic. Was ist das denn für ein Name nochmal? It's also, Scamtastic. Wir können jetzt auch persönlich werden, aber wir müssen jetzt nicht so persönlich werden, Katja, okay? Oha, Katja. Ehrlich. Du bist jetzt gerade ein bisschen persönlich. Ich wollte gerade sagen, Katja, lässt uns 15 Minuten hier warten und dann jetzt noch so kommen oder was? Ja, ist okay. Wir starten mit euch. Let's go. Okay, ich dachte gerade Imposter. Okay, ich bin Crewmate, das heißt, ich kann beruhigt aufspielen, hoffentlich. Aber ich wette, Danja sorgt dafür, dass ich direkt rausfliege. So, wir sind auf der neuen Map heute mal wieder. Puh, gut, erste Runde Crewmate finde ich gut. Ich hab die Map gar nicht gezockt. Ich habe null Ahnung, ich habe keine Ahnung. Es ist das erste Mal seit 2 Jahren, wo ich Among Us zocke. Was ist denn hier los? Oh nein. Oh Gott, Sophia, das halte ich nicht aus. Das ist mir zu viel Druck. Oh Gott. Oh Gott, ich schaff das nicht. Auf einer neuen Map, Alter! Das kann doch nicht wahr sein! Oh Gott. Oh Gott, auf einer neuen Map, okay. Na gut, na gut. Kann ich hier, okay. 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 Was ist das? Los! Danja, wieso? Why? Wieso? Eigentlich müsste jetzt Danja direkt raus. Danja muss jetzt direkt raus, Leute. Ich warte doch nur auf eine Person. Bitte. Komm jetzt und zu deiner Hand da drauf. Wo bleibt die Person denn? So, okay, Katja ist da, perfekt. Wo muss ich denn hin? Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Wo muss ich denn hin? Das ist ja so verwirrend. Oh mein Gott, was ist das hier? Ich habe diese Map noch nie gespielt. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Ja, das war wahrscheinlich die Revanche vom letzten Mal. Also schaut euch das letzte Video auf jeden Fall an, wo wir das erste Mal mit Katja Among Us spielen. Es war seit Monaten die beste Runde. Oh, ich glaube, das war gerade ein Versuch, mich zu erwischen von Leonie. Was ist das? Warum habe ich eine andere Farbe jetzt? Warum habe ich jetzt eine andere Farbe? Was ist das? Hä? Was war das? Nein, verdammt. Verdammt, ich war zu langsam. Oh nein, ich war zu langsam. Ja, ich wusste es. Hä? Moment, wieso? What? Ja, Katja? Ich weiß auch, wer es war. Hast du jemanden gesehen? Ja, es war Sophia. Leonie sagt die Wahrheit. Was? Danja, was? Ach so, wenn ich aber Claudio verrate, ist das schlimm. Schreib es doch rein. Hä, wieso schreibt Danja nicht? Ja, okay, Leonie Warum sagt. Bist du verwirrt? Okay, was ist okay. Los? Ja, weil gut, ich okay. Die Map nicht Mann! Check. Ach so, oh, toll. Ich raff die Map nicht. Ach so. Keine Ahnung, was hier passiert. Ich glaube, Danja sollte eigentlich auch einen Kill machen. Rafft sie die Map nicht oder ist sie einfach nur verwirrt, weil sie Imposter ist? Ich habe keine Ahnung. Verraten. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Das ist ein bisschen verdächtig. Oh ja. Ja, ja, es könnte Danja sein. Danja ist irgendwie verdächtig. Also ich weiß nicht, ob sie wirklich verwirrt ist wegen der Map oder ob sie gerade einfach verwirrt ist, weil ihre Imposter-Kollegin rausgeflogen ist. Oh, so mein Leid, Sophia. Es tut mir so leid. Oh Gott, es tut mir so leid. Ich war viel zu langsam. Es tut mir leid. Es tut mir so leid. Sophia, du hast alles gut gemacht, alles richtig gemacht. Es tut mir wirklich leid. Blöd. Das ist sehr, sehr blöd. Weil jetzt ist Danja, ist sie raus. Ich wusste es. Ich wusste es. Freunde, daran merkt ihr, dass ich Danja halt sehr gut kenne. Wie kann ich denn jetzt... Ah, okay. Ah. Was ist das denn hier immer? Alter, ich habe
keine Ahnung, wo ich mich hier aufhalte. Wirklich gar nicht. Normalerweise schreibt auch Dania direkt rein, so, ja, der und der war das, ich hab's gesehen. Und dieses Mal hat sie nichts geschrieben, deswegen ein bisschen sus. Jetzt ist halt die gute Frage, ob sie sich trauen wird. Ja, es wird schwierig, Dania. Jetzt bist du alleine. Ich glaube, alleine wird sie das nicht schaffen, hoffe ich. Junge, was ist das denn für eine Map? Ich check halt auch wirklich gar nichts mehr. Ja, Dania, das wird wohl etwas schwierig. Mann, alle wissen, wer mit mir ist gerade. Das ist gerade echt ein bisschen blöd. Sie hat keine Ahnung, wie sie das spielen soll. Das ist gerade echt blöd, muss ich mal so sagen. Ich gehe einfach mal rein. Ich laufe die ganze Zeit nur rum und versuche, mit dieser Map klarzukommen. Ja, ich auch eigentlich. Also ich kann auch gar nicht irgendwie jetzt wirklich nachdenken, so, wer hier könnte ja Imposter sein. Ja, okay, man muss sagen, Katja und Dania spielen das erste Mal diese Map. Also kann es sein? Nee, weil es ist die ganze Zeit nur so, wie komme ich jetzt von der einen Seite zur anderen? Das ist so. Ich muss irgendwie so auch klarkommen, so mit den ganzen so, mit den ganzen Sachen, ja. Ja, danke, danke, ja. Hexe, danke. Gesucht, du gesagt, also gesagt, bist... Doch. Och, Katja. Nein, Katja. Katja, nein, du fällst jetzt nicht drauf rein, Katja. Ich hab doch Jupp geschrieben vorhin. Katja, du fällst nicht drauf rein. Was Lagerfeuer überhaupt? Wo ist das denn? In welcher Richtung? Was sind wir? Claudio hat eine Map reingeschickt, glaube ich. Ja, also die Map sehe ich halt auch und so, aber ich weiß nicht, wo Lagerfeuer ist. So, das ist halt einfach nur... Ach Mann, Katja. Also ich war auf jeden Fall vorhin irgendwo oben und ich habe vorhin bei Reaktor irgendwie die Hand da drauf gehalten. Ich kann einfach gelb safen, also weil wir standen auch oben an Communications und wir waren halt beide mit geschlossenen Türen und so und es war halt alles, ist halt gut gelaufen. Nothing special. Hat Mr. Glob eigentlich irgendwas reingeschrieben? Mr. Glob hat nichts reingeschrieben, nee. Ich habe schon einfach nur vergessen, dass Mr. Glob da ist. Ja. Oh Gott. Mein Herz schafft das einfach alles nicht. Mein Herz packt das nicht. Ja, Dania weiß, dass er sonst auch nicht viel schreibt, aber Dania sagt natürlich gar nichts. Und Katja kann das natürlich nicht wissen. Bisschen enttäuscht, weil böse Hexe hat recht. Dania hat eben die Person nicht gesasst, auch wenn es vor ihren Augen passiert ist. Das macht quasi so unsichtbar teilweise, kann das sein. Nee, Mr. Glob werde ich jetzt mal nicht erwischen gehen. Ich glaube, Mr. Glob wird sie jetzt lassen, weil sie halt Katja versuchen wird, auf ihre Seite zu bekommen bei Mr. Glob. Braucht sie ja gar nicht, weil sie glaubt ja auch, dass es Mr. Glob ist. Oh. Okay. Okay, nee, I left the game. Okay, gut. Dann ist ja nichts passiert. Nee, doch, ist passiert. Sie hat Katja schon in der Tüte, leider. Ich war gerade mit Gelb unterwegs, tatsächlich. Wir waren zusammen in Laboratory und dann ist sie rausgegangen und irgendwo da von draußen, ich habe niemanden gesehen, irgendjemand da von draußen hat sie erwischt. Aber ich bin mir fast sicher, dass es Mr. Glob war. Ja, also nicht zu 100%, weil ich kenne die Map nicht, aber ich bin mit Mr. Glob vorhin langgelaufen, habe ihn gesehen, also habe mich mit ihm quasi getroffen, da ist ja so ein Gabelweg und dann bin ich unten lang zurückgelaufen, wo er herkam und da kam er dann auch, aber es könnte auch böse Hexe gewesen sein. Also wenn Mr. Glob es nicht ist, dann ist es ziemlich sicher böse Hexe. Katja, Katja! Also Mr. Glob finde ich ein bisschen richtig sass, ehrlich gesagt. Also. Katja, vertraue ihr doch nicht, böse Hexe hat schon recht. Also ich hoffe, Mr. Glob und böse Hexe gehen auf Dania. Aber nicht ganz, sondern an diesem Gabelweg daneben, also wenn man weiter links geht. Mm, ja, genau. Ich glaube, die kann halt auch gerade bei Laboratory safe. Also die war auf jeden Fall mit mir und so und dann halt so ein paar Sekunden später. Keiner schreibt, was ich glaube, ist nicht böse. Hexe schreibt nichts, Katja schreibt nichts und Mr. Glob schreibt nichts. Freunde! Ich weiß es nicht. Wir sind jetzt auch aber so... Ach, keine Ahnung. Mensch, aber das ist ja jetzt auch die entscheidende Runde, oder? Nee, es ist ja nur noch einer. Also ich bin mir fast sicher, dass es Mr. Glob ist, aber es könnte halt auch böse Hexe sein. Und die werden jetzt Mr. Glob rausworten, weil sie Katja schon auf ihrer Seite hat. Ich tippe auf Mr. Glob einfach, weil wir müssen halt jemanden rausworten. Kann es sein, dass es Dania ist? Ja, okay, Dania hat gewonnen. Ja, gut gespielt. Gut gespielt. Und somit ist es vorbei. Und Dania holt ihren ersten Win in 25 Jahren.
Mann! Oh mein Gott. Ja, das war tatsächlich, muss ich sagen, Daniel, das war gut gespielt. Das war echt gut gespielt, Mensch. Ich hab mit dir so richtig related, Mann. Was ist das? Oh, ich hab aber auch gesweatet die ganze Zeit. Ich habe wirklich keine Ahnung von der Map. Es war nicht gespielt. Ich habe wirklich keinen Plan. Ich glaube, was halt auch gut war, war, dass Katja, du musst wissen, Mr. Glob schreibt sowieso gar nichts. Okay, gut. Konntest du halt nicht wissen. Ne? Und das hat natürlich direkt jetzt gepasst. Aber dann ja wirklich sehr, sehr gut gespielt, muss ich sagen. Du musst eine Sache beachten, weil Miss Hex hat ja geschrieben, du hast ja nicht richtig gesasst. Und Danja sagt so, nee, hab ich nicht. Aber Danja hat ja nur mit dir ihn richtig gesasst. Sie hat ja nur Jab geschrieben, weißt du? Ich dachte mir so, nein. Vielleicht kommst du drauf, ich hab's ja geschrieben. Ja, du hast Jab geschrieben. War schon richtig. Also, du hast Katja schon gut. Ja, also ich sag mal so, du hast natürlich davon profitiert, dass Katja so schlecht spielt. Hallo? Ja. Muss man einfach ehrlich sagen. Also ihr könnt doch einfach sagen, dass ich mal gut gespielt habe. Ich habe mich hier direkt Katja fertig machen. Ich habe also, wenn ich noch da bin, ich glaube, wir würden beide rausrufen. Zum Beispiel bei mir wäre so eine Runde überhaupt nicht möglich. Richtig, ich wollte gerade sagen. So, weil ich direkt habe wirklich das Problem, Leute zu sassen. Ich fühle mich immer so schlecht, wenn ich dann einfach nur so... Claudio, oder? Ah, Mensch. Ja, gebe ich dir recht. Ich will eigentlich kein Imposter sein, weil dann werde ich direkt gevotet. Ich weiß es. Gut, ich bin Crewmate. Weil ich weiß, dann werde ich direkt gevotet. Ich habe wirklich das Problem, Leute zu sassen und vor allem so meine Freunde zu sassen. Ich kann das einfach nicht. Ich denke mir die ganze Zeit so, das kann doch nicht wahr sein, dass sie mich einfach anlügen. Ey, wieso? Wieso? Da wird mich sowieso keiner finden, Mann! Oh, jetzt kann ich einen Marshmallow roasten. Das ist ja cool. So, ich habe jetzt Kahn da schön erwischt. Ja, tut mir jetzt ein bisschen leid für Kahn. Ey, es ist unfassbar. Ich schwöre, es ist unfassbar. Aber hat er Pech gehabt, wenn er mit wieder hochkommt? Ey, ganz ehrlich, das war gerade ein richtiger Freak. Es ist unfassbar. Warum? Ich möchte doch einfach nur normal spielen. Freunde, das war richtig free. Das war klar. So, nach der letzten Runde, wo ich so alles gerockt habe, werde ich jetzt hier von allen verraten. Also kann mich keiner mehr finden? Alles klärchen. Ich habe dich nicht da in die Richtung. Mann ey, wer wurde denn jetzt schon alles? Claudio, du frecher Hund. Oha, auch einfach hier so versteckt. Okay, Besuchs läuft nach oben. Ja, gut, den noch erwischt. Kills. Ja. Ja, danke. Mann, oh Mann. Okay, Mann. Was? Ja, wer? Was? Was? Laber hier nicht, ey. Junge, du Hund. Ehrlich, du Hinterhält, Digga. Es ist. Katja, du darfst dich ruhig ermuten. Wir sind alle gekillt. Was? Mann. Hier, Leute. Hat davon drei Stück vielleicht Claudio allein erwischt? Das gibt's doch nicht. Ja. Du hast mich nicht erwischt. Du hast mich nicht erwischt. So, ja, muss ich einfach sagen. Erwischt. Ehrlich, mich hast du nicht erwischt. Mann, ehrlich, warum machst du das? Claudio, so dreist wieder. Hinterher. Du hast einfach Angst. Kann das sein? Nein, soll ich mal sagen kann? Also. Ja, ziemlich sicher, dass Claudius. Danke! Let's go! Jawohl, Hexe, wegen der Reaktion. Ja, guck, ja, Mann. Du bist ertappt worden, mein Lieber. Da ist eine Spielerin oder ein Spieler, der besser ist als du. Ja, gut, kann sein. Und jetzt? Ja. Ja, der kann es jetzt nicht so die ganze Zeit labern. Aber guck mal, wenn ich von da komme und das so ist, dann habe ich immer diese Task gemacht. Und also das geht so nicht, weil dann brauche ich 5 Royal Eggs. Ja, deswegen also... Ja, würde skippen, skippen, natürlich. Bei 4 Leuten skippen, natürlich, Claudio. Ey, bitte. Wer ist eigentlich Claudio mit dir zusammen, Imposter, Claudio? Amy. Weiß ich gar nicht. Was weißt du nicht? Amy ist es. Ey, das kann nicht wahr sein. Es kann nicht wahr sein. Und dann kann er noch weiterspielen. Ich krieg echt die Krise. So, Böse-Sechste wird jetzt erwischt. Ja, es reicht ja jetzt, wenn ihr jeweils einen Kill macht, dann ist vorbei. Sicher? Ich glaube. So. Ja, ihr seid noch 6 Leute. Das heißt, los, macht doch Task. Double Kill und ist vorbei. Leute, Task. Ja, guck mal. Ja, natürlich, durch Task. Also, das dauert bei uns gefühlt 2 Jahre. Los, mach sie einfach, Kahn. Ich bin doch als schon Geister fertig. Kann man ja. Achso, ich noch nicht. Als Geist kann man ja immer an rumfliegen. Also, ich bin fertig mit meinen Tasks. Ich weiß jetzt auch nicht. Claudio, dass du mich auch dort killst, wo keiner hinkommt, ne? Das war wieder dein Glück. Ja, ich fand's lustig. Ja, aber was war's denn für ein Cooldown, dass du direkt mich killen kannst?
Ja, am Anfang ist doch immer so, das weißt du doch. Ja, das war schon ein bisschen unfair von dir. Kann die. Ja. Ja, super. Ja. Sehr gut. Wow. Nehmen wir mit. Ja. Wow. Klasse. Was das denn für eine Runde, Mensch. Ja, aber was sind das für Argumente von der Böse Hexe? So viele Kills gleich Claudio, das ist unfair. Ja, aber. Das ist einfach wahr. Aber mit der Reaktion hat die Hexe schon recht. Dieses ja, was? Das stimmt, weil als ob du so, du machst das nie. Du bist die ganze Zeit so. Wollte ich gerade sagen, du machst das absolut gar nicht. Nie wieder. Du gehst direkt auf Analyse. So, also, ich war da und da und ich habe Royal Eggs gesehen und Adopt Me und dies und das. Ich scamme. Ich habe Royal Eggs gesehen. Ja, da sind doch sogar die Eggs, ne? Stimmt. Hier sind doch die Eggs auf der Irmwand. Junge. Das sind die neuen Among Us. Okay. Also das Ding ist halt, Claudio, wenn du weißt, das ist so dein und Kahns Ding, dass direkt am Anfang viele Leute verschwinden, dann musst du vielleicht deine Taktik ändern. Ja. Wenn du dir schon so einen Signature-Move geholt hast. Ja. Aber ich sag mal so, ich brauche neue Hater, denn die alten wurden zu Fans. Oh nein, das schaff ich nicht. Komm, hältet mich. Letzte Runde. Ey, dreimal Claudio? Jetzt bin ich mit Kahn. Bitte Kahn, opfer mich nicht. Bitte Kahn, opfer mich nicht. Nein, das war dann ja. Und jetzt wieder. Jetzt schon wieder mit Claudio. Okay, diesmal lass ich es sein. Tasks machen. Tasks. Keiner kommt mit. Wo bin ich denn? Ach so, ich bin hier überhaupt nicht. Ich war in dem falschen Raum. Daniel ist hier. Ja, das Problem ist, ich muss jetzt meine, Wow, Kahn. Weißt du was? Ich mach das da nicht. Ich darf jetzt keinen Kill hier machen. Ey, ich hab keine Ahnung, was ich mache. Ich hab wirklich kein... Oh, ich hätte das machen müssen, da oben bei Koms. Natürlich. Das natürlich. Mieser Hund, Alter. Jo. Wo? Okay. Wo? Comms. Communications. Okay. Jo. Hab ich einfach nur. Ich war gerade unten am Reactor Task machen. Dann musst du halt hier diese Sachen. Ja, kann ich soweit. Halt also, Michelle ist safe. Katja ist auch safe. Und da waren noch paar. Also, ich war jetzt nicht in Comms. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr so safe seid. Warte mal, kann ich saven also, und Michelle ist safe? Das Ding ist, also Michelle das Ding ist, und Sophie können mich saven, ich kann dich auch saven. Ja, das Ding ist, Katja, ich kann Kahn auch saven, aber er kann mich nicht saven. Ich kann dir das schon mal sagen für die nächste Runde, falls ich erwischt werde. Ja. Also Kahn ist eigentlich safe. Also, Daniel ist gerade halt nach oben gegangen. Wer? Ja. War da irgendjemand in der Nähe, also, hast du irgendwas gesehen? Also ist der Kill gerade passiert? Euch gesehen. Also, ja, Theorie, ja, genau. Also das Ding ist, ich bin halt unten gegangen. Ich war von Comms. Ja, mach ruhig. Ja, mach ich war, ich war von Comms, war ich unten, hab dann die Tasks gemacht und ihr war dann halt irgendwie so alle zu dritt oder so, oder zu viert oder so. Dann bin ich halt wieder hochgegangen und dann ist halt mir entgegengekommen. Ja, welche Tasks hast du denn zuletzt gemacht, Katja? Zuletzt habe ich gemacht diese unten bei Reactor. Da musst du halt diese Metalldinger abholen, damit du die dann quasi wieder in Communications Okay, gut, Katja ist safe. Okay, ja, Katja ist safe, alles gut. Nee, nee. Mhm. Also wie gesagt, und Katja, falls ihr erwischt werdet in den nächsten Runden, merkt ihr, dass Kahn ist safe. Und ja, ich kann dich aber nicht saven, ne? Nur ich weiß, ich hab schon gesagt. Also du sagst die ganze Zeit, Kahn ist safe, ich kann dich nicht saven. Ja, ich weiß. Also Sass bleibt Sass. Wir haben noch zwei Posts. Es gibt halt auch. Ihr wart da alle. Ihr wart da. Ja, es waren halt ihr wart viele. Da viele. Ja, also deswegen ich kann. Noch ein Ding auch gewesen sein, aber ja, die Tasks. Noch ein Ding, warum wir das nicht sind, ey, wenn ich das wäre, ich hätte schon fünf Leute erwischt, weil so lange ging es. Ja, natürlich. Ja, jetzt lässt du dir safe jetzt Zeit. Euer Ernst? Ja, natürlich. Ja, Claudia. Mach ich jetzt Sport? Ja, ey, wichtig. Für die Gains. Alles für die Gains. Alles für die Gains, Leute. Kann ich gerade saven? Claudio, tu nix. Mach nix. Hier ist Mr. Glob. Ich würde aber schon gerne wissen, mit wem Claudio Imposter ist. Entkomm schon wieder.
Ja. Lul. Ich war vor 30 Sekunden mit Katja und kommst. Ich kann sie auch saven. Ja, ich bin jetzt in Lab tatsächlich. Da habe ich Michelle gesehen. Michelle warte, ist, wo ist Lab? Also 90 Sekunden alt, okay. 90 Sekunden alt, oha, okay. Also Elena kann ist safe. Und Banane ist auch safe. Ja, Katja ist dann raus, weil du bist in... Claudio, wo warst du eigentlich? Jetzt gerade bin ich bei Lockout. Wo ist das? Lockout. Lockout. Ja gut, das könnte natürlich sein, weil das ist da um die Ecke. Ja, aber ich bin's halt echt nicht. Also Claudio finde ich jetzt gerade noch relativ, also nicht krass safe, aber auf jeden Fall. Also ich weiß, Mr. Glob schreibt sonst nichts rein, aber ich habe Mr. Glob die ganze Zeit nicht gesehen. Der war unten. Das ist doch mein Problem. Der ist unten gegangen. Also, das ist ja das Ding, wir haben uns ja gegenseitig so ein bisschen gesehen, also Mr. Glob, du und ich, Claudio. Ja. Du bist halt nach oben gegangen zu Koms. Und mit ich dir? Ich bin halt runtergegangen dann schon wieder, weil ich wollte nicht dir folgen, sondern Mr. Glob einfach nur nachgucken. Und dann habe ich den aber nicht mehr gesehen. Irgendwie. Ich bin die ganze Zeit nach unten gegangen und ich wusste nicht, wo der dann über ist. Richtig, das meine ich halt. Ich sehe den auch die ganze Zeit. Und ich, no joke, ich bin wirklich überall schon auf der Map gewesen, weil ich meine ganzen Aufgaben verteilt habe. Ich sehe den nicht einmal. Okay. Ich habe jeden gesehen. Eigentlich, also die Aufgabe, die Banane gerade sagt, die kann da eigentlich nicht sein. Ich bin mir gerade aber nicht sicher. Komischen Formen, die ich löschen musste und dann wieder neu. Wo denn? Bei Koms? Nein, wo ist die Banane? Das war weiter links, glaube ich. Aber wo ist denn die Banane? Wo macht die? Und Sophie sagt, die Task hat sich auch. Das kann eigentlich nicht sein. Zwei Tasks geht eigentlich nicht. Schwierig. Banane war eigentlich safe diese Runde, aber. In Meeting Room schreibt er, ist der Katja? Katja, bist du nicht bei Lab? Ich bin bei Lab gerade. Hä, ich hab die Banane gewählt. Keine Ahnung. Ja, okay. Keine Ahnung. Toll. Hä? Entschuldigung. Ich hab gepanickt. Mensch. Ich weiß auch nicht, warum wir Banane genommen haben. Mann, ich war jetzt nicht im Meeting Room. Ich war noch Lab. Ach, Entschuldigung. Jetzt fühle ich mich schlecht. Ja, dann laufe ich mal weiter rein. Mann, oh Mann. Nicht dein Ernst! Wo bist du denn? Hä, wo bist du? Claudio, Mann! Es ist so, aber Mr. Glob. So vielleicht hätten wir nicht Mr. Glob und Katja. Ah. Aber egal, ich musste halt Katja, weil sie als Einzige da war. Ich hab mir einfach die Person geholt, wo die da war. Pink was sind du und Kahn? Perfekt, Kahn. Ja, die nehmen wir mit, Bro. Alter, wir mit. Ich hätte gedacht, es wäre Elena vielleicht, weil die stand ja direkt daneben, als du mich gekillt hast. Ich weiß, ich hab's. Junge, die stand direkt daneben! Also, sie waren ihre Aufgabe beschäftigt. Oh. Verdammt, ey. Dieser Move, ne? Aber wo warst du denn überhaupt? Ich hab dich gar nicht gesehen. Mich, ich habe den Pilz aktiviert, dann bist du unsichtbar und ich habe gewartet, bis jemand von euch kommt und dann zack, habe ich dich erwischt. Ja. Also ich muss sagen, Claudio fand ich, hat sich schon ein bisschen das Verhalten die ganze Zeit, aber Kahn. Ja, Kahn ich habe die ganze Zeit nicht gedacht, dass es Kahn ist. Wusste ich jetzt auch, also ehrlich gesagt, ich dachte mir auch die ganze Zeit so, okay, ich wurde jetzt erwischt von Claudio, wer ist denn dieses Kahn, wen hast du gewotet? Kahn, ich brauche Hilfe, wen hast du gewotet? Pink. Elena? Ja. Perfekt, dann vote ich dir auch als Test, weil wir müssen. Let's go! Claudio, wir haben gewonnen! Easy, nehmen wir mit! Eine perfekte Runde mal wieder! Aber was ist denn los hier bei Among Us? Easy. Ja, das ist einfach, weil ich da bin, Mensch. Ja, ich glaube auch, Katja. Nein, es muss so sein. Ja. Leute, heftig. Das war Among Us mal wieder mit Katja, Claudio und Danja. Schaut auf jeden Fall in die Infobox für die Channels von Katja, Danja und Claudio. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschö!